Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wörglerinnen und Wörgler, ich melde mich heute aus der Zone zu Ihnen, um Sie mit einem neuen Informationsformat bekannt zu machen. Die Corona-Pandemie hat es mit sich gebracht, dass keine Stadtteilgespräche stattfinden konnten und daher die Informationen von Ihnen an Sie möglicherweise etwas spärlich liefen. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir Sie trotzdem informieren könnten, und haben Sie gebeten, im Stadtmagazin Juni uns Fragen zu schicken, die wir Ihnen dann beantworten können. Sie haben uns Mails geschickt und aus diesen Mails haben wir die am häufigst gestellten Fragen ausgewählt. Und drei Fragen möchte ich Ihnen jetzt hier beantworten. Erstaunlicherweise oder weniger erstaunlicherweise beschäftigen sich die meisten Fragen immer noch mit dem Erlebnis Bad Wave und mit den Folgen der Schließung. Eine Frage, die des Öfteren gestellt wurde, bezieht sich offenbar auf eine Notiz in einer Wochenzeitung, in der bemerkt wurde, ich würde Rücklagen für ein Regionalbad schaffen. Und Ihre Fragen waren jetzt, stimmt das oder handelt es sich hier um eine Falschmeldung? Sehr geehrte Damen und Herren, mit Sicherheit werde ich keine Rücklagen für ein Regionalbad schaffen. Ich werde Rücklagen schaffen für ein Bad für die Wörglerinnen und Wörgler. Und das habe ich mittlerweile bereits des Öfteren betont, werden wir im Budget 2021 das erste Mal vorantreiben, dass im Budget Rücklagen geschaffen werden. Also keine Rücklagen für ein Regionalbad. Selbstverständlich war mir klar, dass diese Frage Sie bewegen würde, weil die Wörglerinnen und Wörgler ja immer ein Bad für sich haben wollten. Eine zweite Frage, die ebenfalls des Öfteren gestellt wurde, und hier kann ich den Ärger der Absender durchaus nachvollziehen: Wie konnte es passieren, dass nach dem Schließungsbeschluss des Wörgler Waves die Wörgler Bürgerinnen mehr zahlen mussten als Auswärtige? Selbstverständlich war das nicht so geplant. Es geschah ja, dass die Gemeinden, die Heimatgemeinden der Auswärtigen, selbst noch Prozente zu den Eintrittskarten dazu bezahlt hatten. Und dies hat zunächst einmal die Wörglerinnen und Wörgler nicht betroffen. Und daher geschah es, dass die Eintrittskarten zunächst für die Wörglerinnen und Wörgler teurer waren als für die Auswärtigen. Aber ich habe diesen Umstand oder diesen Missstand sofort abgestellt. Und mittlerweile haben natürlich die Wörglerinnen und Wörgler, genauso wie sie es verdienen, keine höheren Kosten zu berappen als Auswärtige. Die Wörglerinnen und Wörgler haben 18 Jahre lang für das Wave bezahlt. Sie haben das meiste bezahlt. Und so ist es durchaus nicht einzusehen, warum in den letzten Monaten, in denen das Freibad noch geöffnet ist, die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt mehr bezahlen sollen als andere. Die dritte Frage, warum ich das Angebot des Landes zwecks Öffnung des Sportbeckens abgelehnt habe. Auch diese Frage ist natürlich berechtigt, vor allem weil sehr differenzierte und vor allem falsche Informationen vermutlich zu Ihnen gelangt sind. Es gab definitiv nie eine Zusage des Landes Tirols für irgendeine Förderung, und klar war, dass pro Tag eine Öffnung des Sportbeckens etwa 1.000 Euro gekostet hätte und das daher Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, ganz einfach nicht zuzumuten war, diese Kosten zu tragen. Also es gab niemals auch nur das Ansinnen, auch nur einen Euro als Unterstützung zu bezahlen. Und selbst wenn, und so ehrlich bin ich Ihnen das auch zu sagen, wenn es um eine Unterstützung von 10.000 Euro gegangen wäre, selbst dann hätte ich nicht aufsperren können, weil die Kosten, die Wörgl zu tragen gehabt hätte, viel zu hoch waren. Mittlerweile sind wir mit unseren Mails ans Ende gelangt. Ich habe versucht, Ihnen die Fragen, die am häufigsten gestellt wurden, zu beantworten. Und ich bitte Sie für die Zukunft, weiterhin Fragen zu stellen, sie per Mail an unsere Pressestelle zu schicken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jeder Stadtteil oder Bewohner der einzelnen Stadtteile, in denen die Stadtteilgespräche nicht stattfinden konnten, durchaus unterschiedliche Fragen an mich haben.
Ich bitte Sie, diese Fragen an mich zu richten. Ich werde sie in einer der nächsten Informationssendungen, die ich Ihnen anbieten möchte, beantworten. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bitte scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Ich werde sie offen beantworten und versuchen, auch zufriedenstellend zu beantworten. Ich danke Ihnen.